Wir befinden uns hier im Krankenhaus Dona Estefania in Lissabon. Hier ist die heilige Jacinta Marto am 20. Februar 1920 verstorben. Als Jacinta schon todkrank war, hatte sie eine Erscheinung der Mutter Gottes. Die Mutter Gottes fragte das Kind, ob sie noch länger auf Erden bleiben wolle, um für die Bekehrung der Sünder zu leiden. Jacinta antwortete mit Ja. Das zeigt die tiefe Beziehung zwischen Jacinta und der Mutter Gottes. Die Mutter Gottes hatte ihr auch gesagt, dass sie nach Lissabon in ein Krankenhaus kommen werde, dass sie ihre Cousine Lucia und ihre Eltern nicht mehr wiedersehen werde. Sie wusste auch, dass sie viel würde leiden müssen und dass sie auch alleine sterben werden würde. Aber die Mutter Gottes sagte, sie solle keine Angst haben. Die Mutter Gottes wird ins Krankenhaus kommen und sie in den Himmel holen. Jedenfalls war dieser Gedanke für Jacinta was ganz Schlimmes. Weit fort von der Familie ins Krankenhaus zu müssen und dort einsam zu sterben. Damals war es unmöglich, dass jemand im Krankenhaus alleine gestorben ist. Jeder starb zu Hause bei seiner Familie. Aber Jacinta hat Ja gesagt und hat so die Einsamkeit des Sterbens im Krankenhaus erlitten. Am 21. Januar 1920 wurde Jacinta nach Lissabon gebracht. Und da war sie zuerst im Waisenhaus in der Rua da Estrella 17. Und ihre Familie war arm, die konnten sich nicht leisten, bei Jacinta in Lissabon zu bleiben. Also war Jacinta, wie gesagt, zunächst im Waisenhaus untergebracht. Ihr Zimmer hatte eine direkte Verbindung zur Hauskapelle, sodass sie beständig zum Tabernakel schauen und mit dem verborgenen Jesus sprechen konnte. Am 2. Februar 1920 kam sie dann ins Krankenhaus in Lissabon. Sie lag dort im Bett Nummer 38. Jacinta hatte eine eitrige Rippenfellentzündung und deswegen eine Seitenwunde in der Brust, aus der beständig Eiter lief. Sie wurde ohne Narkose operiert, nur mit örtlicher Betäubung. Aber auf jeden Fall, auch im Krankenhaus, hat die heiligste Jungfrau Maria Jacinta mehrfach besucht. So lesen wir es auch auf der Tafel vor der Krankenhauskapelle. Jacinta lebte ihr Leben als Geschenk für andere. Sie betete und opferte für den Frieden, aber auch für die Kirche und den Papst und für die Bekehrung der Sünder. Die letzte Zeit ihres Lebens im Krankenhaus musste sie ohne den verborgenen Jesus verbringen. Jacinta wusste auch um den Zeitpunkt ihres Todes. Kurz vor ihrem Sterben bat sie den Priester um die heiligste Eucharistie. Der Priester hat sie jedoch vertröstet auf den nächsten Tag, weil er meinte, es wäre noch nicht so weit mit dem Sterben. Aber Jacinta starb am 20. Februar 1920 um 22.30 Uhr, ohne den Trost der heiligsten Eucharistie. Also sie hat auch dieses letzte Opfer gebracht. Hier sehen wir das Elternhaus von Francesco und Jacinta. Es ist in dem kleinen Dorf El Justrel. Wenn wir das Elternhaus betreten, kommen wir gleich links zu dem Zimmer, in dem Francesco gestorben ist. Das war am 4. April 1919 mit knapp 11 Jahren. Kurz vor seinem Tod sagte er: "Ich fühle mich schlechter. Aber es geht nicht mehr lange, dann komme ich in den Himmel. Dort werde ich den Heiland und die Gottesmutter sehr trösten."
Wir befinden uns hier an dem Ort, der Valinjus heißt, das kleine Tal. Hier ist die Mutter Gottes am 19. August 1917 den Hirtenkindern erschienen, weil sie am 13. August im Gefängnis waren. Die Mutter Gottes sagte zu den Kindern: Betet weiterhin täglich den Rosenkranz. Und weiter sagte sie: Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder. Viele Seelen gehen in die Hölle, weil es niemanden gibt, der für sie opfert und betet. Da hat Lucia ihre kleine Cousine Jacinta gesehen, wie sie mitten unter den Schäfchen stand und ein Lämmchen hochgehoben hat und auf ihren Armen getragen hat. Und Lucia hat die kleine Jacinta gefragt: Jacinta, was machst du denn da? Und Jacinta antwortete: Ich mache es wie unser Herr. Und sie dachte dabei an ein Andachtsbildchen, was sie bekommen hat, wo man Jesus sieht als guten Hirten, der ein Lämmchen auf der Schulter trägt. Ja, so war Jacinta. Sie wollte das Lämmchen auf ihren Armen nach Hause tragen, weil der Weg so weit für das Lämmchen war und das Lämmchen schon ganz müde und erschöpft war. So zumindest dachte Jacinta. Es muss wohl so im Frühling 1916 gewesen sein. Die Kinder waren hier mit ihrer Herde. Sie hatten so eine Art Mittagspause. Sie haben ein wenig gespielt und dann haben sie gesehen, dass ein Wind die Bäume schüttelte. Und sie schauten nach oben und sahen dann einen Jüngling, weißer als der Schnee, so 14 bis 15 Jahre alt, schätzen sie. Er war von großer Schönheit. Als der Engel vor ihnen stand, sagte er: Habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens. Betet mit mir. Und der Engel kniete sich nieder auf die Erde, beugte die Stirn bis zum Boden und sprach ein Gebet, das er die Kinder dann dreimal wiederholen ließ. Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Und ferner sagte der Engel zu ihnen: So sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und Mariens erwarten eure flehentlichen Bitten. Wir sind hier am Brunnen hinter Lucias Haus. Hier ist im Sommer 1916 zum zweiten Mal der Engel erschienen. Der Engel sagte zu den Kindern: Was macht ihr? Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. Lucia fragte: Wie sollen wir Opfer bringen? Und der Engel erklärte ihnen: Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer, um die Sünden gut zu machen, durch die er beleidigt wird, und um die Bekehrung der Sünder zu erflehen. Vor allem nehmt das Leid an, und ertragt in Ergebung, was der Herr euch schicken wird.
Lucia schreibt später in ihren Erinnerungen, dass sich diese Worte des Engels ganz tief in ihren Geist eingeprägt haben. Wie ein Licht, das uns erkennen ließ, wer Gott ist, wie sehr er uns liebt und auch, wie sehr er von uns wiedergeliebt sein will. Wir erkannten den Wert des Opfers und wie es Gott wohlgefällig ist. Und wir, um des Opfers willen, Sünder bekehrt. Von dieser Zeit an begannen die Kinder, dem Herrn alles aufzuopfern, was so des Wegs kam. Sie suchten keine irgendwelchen Abtötung oder Büßübung, sondern brachten alles zum Opfer dar, was ihnen so den Tag über widerfahren ist. Dritte Erscheinung des Engels fand wieder hier statt, an diesem Ort. Die Kinder beteten gerade das Gebet, was der Engel sie im Frühling gelehrt hatte. Auf jeden Fall bemerkten sie plötzlich ein unbekanntes Licht. Sie schauten auf und sahen den Engel. Der Engel hielt in der einen Hand den Kelch, darüber schwebte eine Hostie, aus der einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben und hat sich dann zu den Kindern niedergekniet. Und dreimal wiederholte er folgendes Gebet: Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, der in allen Tabernakeln der Welt zugegen ist, zur Sühne für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird, durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Danach erhob sich der Engel, nahm den Kelch und die Hostie, und dann gab er Lucia die heilige Hostie und das Blut im Kelch teilte er zwischen Jacinta und Francesco auf. Und dann sagte er zu ihnen: Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Das ist der Weg, der heraufführt von El Justrell. Also man sieht schon ganz ein unwegsames, schwieriges Gelände. Und das führt dann hier hoch, unmittelbar zum Loca de Cabezo, zur Stelle der ersten und dritten Erscheinung des Engels, wo die Kinder Pause gemacht haben, wo die Schäfchen in aller Ruhe weideten, wo die Kinder getanzt haben, musiziert haben, Flöte gespielt haben und gespielt haben. Gerade auf diesem Weg hier sind überall Steinhaufen, und in den Erinnerungen von Schwester Lucia hören wir, dass sich insbesondere der Francesco oft hinter so einem Steinhaufen versteckt hat und dort den Rosenkranz gebetet hat, ganz ungestört. Und ansonsten haben die Kinder natürlich hier auch Schutz gesucht vor der sengenden Sonne, und sie haben aber auch Spiele gespielt. So,
Wir sind jetzt an der Abzweigung. Wir sehen dort den Weg, der vom Dorf der Kinder kommt, von El Justrell. Da haben sie also praktisch ihre Schäfchen hochgetrieben. Und hier rechts von uns führt der Weg zu den sogenannten Valinjosch. Valinjosch heißt das kleine Tal. Und das kann man ja hier auch sehen, dass es ein kleiner Taleinschnitt ist. Zu den Valinjosch haben die Kinder die Schäfchen für gewöhnlich an Sonntagen hingeführt. Bei der Erscheinung am 10. Dezember 1925 in ihrer Klosterzelle in Pontevedra erhielt Schwester Lucia den Auftrag, die Andacht der 5 ersten Samstage zu verbreiten. Aber das war nicht so ohne weiteres möglich, obwohl sie mit ihrem Beichtvater und mit der Oberin darüber gesprochen hat. Die Sache erwies sich ja als schwieriger, als sie sich das vorgestellt hatten. Am 15. Februar 1926, also knapp 2 Monate nach der Erscheinung in ihrer Zelle, ging Lucia mit einem Abfalleimer in den Garten. Und da traf sie erneut den Jungen, den sie bereits im November des Vorjahres hier im Garten getroffen hatte. Sie ging zu dem Jungen hin und fragte ihn, ob er getan hat, was sie ihm aufgetragen hat, nämlich täglich in die Kirche der Heiligen Maria zu gehen. Der Junge antwortete mit einer Gegenfrage. Und du, hast du das verbreitet, was die himmlische Mutter gewünscht hat? Da erkannte Schwester Lucia, dass dieser Junge das Jesuskind war. Und er verwandelte sich in ein strahlendes Kind. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen, heißt es bei Matthäus 18,3. In Fatima hat alles mit Kindern zu tun. Die Seher sind Kinder. Die neue Generation, die Generation des unbefleckten Herzens, das sind alles nur Kinder. Menschen mit dem Geist eines Kindes. Schwester Lucia lehrt uns, Maria ist die Mutter dieser neuen Generation. Die Mutter Gottes will unser Herz formen. Wir sind eingeladen, wie ein Kind im Mutterschoß zu sein. Wenn ich im Mutterschoß bin, dann ist das Herz der Mutter in einem gewissen Sinne mein Herz. Fatima lädt uns ein, wirkliche Kinder Mariens zu werden, indem wir uns voll und ganz in ihre Abhängigkeit begeben, so wie ein Kind in den ersten Wochen seines Lebens im Schoß seiner Mutter. Wir sind also Kinder im Schoße Mariens. Und wir sind aufgerufen, Kindern, nämlich Francesco und Jacinta, zu folgen. Unser Erlöser Jesus erscheint in Pontevedra als Kind. Unsere Führer auf dem Weg in den Himmel sind Kinder.
Unsere Berufung ist, Kinder zu werden. Wir sind eingeladen, dem Weg der Hirtenkinder zu folgen und von unserem Erwachsenendenken loszukommen. Von unserer Karriere, von Erfolg, Geld und Ansehen. Wo wir einfach jemand sein wollen in der Welt. Stattdessen zeigen uns die Kinder, wie es ist, wie es geht, nur Kind sein. Wir befinden uns hier in der ehemaligen Zelle von Schwester Lucia. Lucia war das älteste der Hirtenkinder von Fatima. Sie hat hier in Pontevedra ihr Postulat verbracht. Wir sind hier im Krankenhaus Donna Estefania in Lissabon. Hier wurde Jacinta am 2. Februar 1920 eingeliefert. Hier ist ihr die Mutter Gottes erschienen. Hier hat Jacinta gelitten, hier hat sie die Einsamkeit des Krankenhauses und auch die Einsamkeit des Sterbens erlitten. Hier hat die Mutter Gottes am 20. Februar 1920 die kleine Jacinta in den Himmel geholt, wie sie es versprochen hat. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg, den die Kinder immer gegangen sind, mit ihren Schäfchen von ihrem Heimatdorf El Justrell. Diesen Weg über die Felder und Wiesen bis hin zur Cova da Iria, wo ihnen dann am 13. Mai 1917 zum ersten Mal die Mutter Gottes erschienen ist. Heute ist dieser Weg natürlich gepflastert und hier ist ein Kreuzweg errichtet worden von der ungarischen Bevölkerung.